Melli, Gründerin von Nushu, einem Business Club, dem coolsten Business Club für Frauen. Wir sind heute bei der Deutschen Bahn. Es geht um eine spezielle Vakanz, die es zu besetzen gilt. Ich bin am Frankfurter Hauptbahnhof und ja, follow me. Mein Name ist Damla Jürgen, ich bin 36 Jahre alt, habe Architektur studiert und bin eigentlich direkt nach dem Studium zur Bahn gekommen und bin jetzt seit 6 Jahren hier als technische Projektleiterin tätig. Mein Name ist Peter Spindler, bin 65 Jahre alt, seit 43 Jahren arbeite ich für die Deutsche Bahn, leite das Projekt oder das Großprojekt Frankfurt Hauptbahnhof. Wir revitalisieren ein 140 Jahre altes Bauwerk. Ich gehe da nochmal mit sehr viel Engagement und Freude dran, weil das ein tolles Team ist, was ich hier führe. Und weil wir den Grundstein legen wollen für ein Riesenobjekt, was vielleicht 10 bis 15 Jahre in der Realisierung dauern wird. Ihr braucht Verstärkung bei diesem Riesenprojekt. Ja. Vielleicht würdest du einmal erklären, was deinen Job ausmacht. Projektleiter bedeutet, dass man eine Vielzahl von Menschen um sich herum hat, viele Arbeitnehmer, in dem Philipp, wir arbeiten ja mit vielen Firmen zusammen. Mhm. Man muss lösungsorientiert denken, Organisationstalent muss man mitbringen auf jeden Fall. Stressresistent sein natürlich. Wir brauchen hier kreative, motivierte Menschen, die all ihr Wissen einpacken können, anwenden können, um hier die täglichen Herausforderungen sich verändernder Bausubstanz zu beherrschen. Wir sind ja da, um die ganzen jungen, neuen Leute damit reinzubringen. Wir nehmen die mit und direkt in Besprechungen, Baustellen, damit die eigentlich direkt schon sehen, wie der Job eigentlich ist. Du bist Architektin genau. Und du bist Ingenieur, ne? Ich bin Bauingenieur. Bauingenieur. Und den Hintergrund sollte man ja auch mitbringen, entweder oder, ne? Also entweder oder. Es gibt ja auch Wirtschaftswissenschaftler, die den Schwerpunkt auf den Bau setzen. Ja. Ne? Sowas ist natürlich auch nicht schlecht. Wir arbeiten ja mit vielen Planern zusammen. Wenn man da einen Grundriss dann auf dem Tisch hat, dass man weiß, wovon der Planer redet. Ne? Weil man muss ja auch, manchmal auch ein Planer kann Fehler machen. Ja, klar. Ne? Da sollte man dann auch auf jeden Fall das Wissen mitbringen, dann so Fehler dann auszubessern. Peter, wo stehen wir denn da gerade im Konzern, wenn wir so auf das Thema Frauen in Führungspositionen gucken? Was den Konzern anbelangt, dort sind ca. 20% der Führungspositionen mit Frauen besetzt. Mhm. Wir im besten Geschäftsfeld von der Bahn, Station und Service haben natürlich schon ein bisschen mehr. Wir sind bei 22%. Von mir aus kann das sich weiter steigern. Wir tun alles dafür. Warum soll das nicht paritätisch sein? Vielen Dank, ihr zwei. Und dann freue ich mich jetzt noch mal ein bisschen mehr vom Frankfurter Hauptbahnhof zu sehen. Dank euch für diese Einblicke. Gerne. Danke. So, wir sind jetzt hier auf der Mock-up-Fläche des Frankfurter Hauptbahnhof. Das ist eine Fläche, auf der man sieht, wie es irgendwann mal aussehen wird in 10, 15 Jahren, wenn es Projektleiter gibt, die sich darum kümmern, dass es so wird, wie es sein soll. Richtig? Ja. Genau. Genau. Sehr gut. Und dass diese Projektleiter dazukommen, darum kümmert sich Michelle. Weil Michelle nämlich zuständig ist für die Besetzung der Position und für weitere Ingenieurspositionen. Sie ist nämlich Recruiterin bei der Deutschen Bahn. Wie wird man denn DB-Mitarbeiterin? Also es ist immer ein Mix aus fachlichem und persönlichem, also Kompetenzen und Know-how. Mhm. Fachlich brauchen wir auf jeden Fall die Voraussetzung eines Studiums, also Bauingenieurwesen oder eben Architektur oder Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt Bau und so ein praktisches Know-how natürlich mit Theoriewissen hinterlegt in der Abwicklung aller Leistungsphasen. Mhm. Seit wann bist du denn bei der Deutschen Bahn? Ich bin seit 2,5 Jahren bei der Bahn, sitze in Berlin. Du kennst ja das Team, für das besetzt werden soll und hast ja auch schon eine gewisse Expertise in den letzten Jahren aufgebaut. Was würdest du denn jetzt sagen, wenn man jetzt wirklich die Position runterbricht, was ist wirklich essentiell wichtig, gerade wenn es um die Soft Skills auch geht? Persönlich suchen wir jemanden, der Treiberqualitäten aufweist, also der Lust hat, hands-on zu arbeiten, das Thema voranzutreiben, sein Projekt voranzutreiben. Wir suchen Projektleiter für unterschiedliche Flügel hier im Hauptbahnhof, Nordflügel, Südflügel, B-Ebene, Vorplatz. Und das heißt, derjenige muss natürlich auch mit vielen Stakeholdern kommunizieren und entsprechend auch in der Lage sein, die zu bündeln. Ich suche vor allen Dingen begeisterte Bewerber, die Bock haben auf das Projekt, die Bock haben auf den Hauptbahnhof und die einfach was verändern wollen und was bewegen wollen. Die Bahn ist ja mobil, kann man bei euch auch mal, ja, keine Ahnung, aus der Bahn arbeiten, weil man Projektleiter ist und, keine Ahnung, gerade auf dem Weg sonst wohin. Wie ist das bei euch? Gerade hier im Projektmanagement ist man super flexibel. Du wirst ausgestattet mit einem Laptop, einem Handy und kannst eigentlich von überall aus arbeiten. Also es gibt WLAN in allen DB-Gebäuden, im Zug.
Genau, und du hast einfach eine Anwesenheit zu den Meetings im Büro, aber an sich bist du nah am Projekt und das ist auch das Ziel hier am Hauptbahnhof. Ich würde das mega begrüßen. Ich sitze so oft, ich war so oft Train Office, mega. So, war ein spannender Tag heute hier bei der Deutschen Bahn in Frankfurt. Zusammenfassend lässt sich sagen, wir brauchen Frauen, die Lust haben, Berge zu versetzen oder selbstverständlich auch Männer. Ihr habt ja von Michelle erfahren, wie das genau geht. Ihr könnt sie anschreiben, ihr könnt uns anschreiben und ja, freie Fahrt voraus, gemeinsam für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft. Tschüss, tschüss.